Und Trump aus seiner Fähigkeit, konkrete Vorschläge für intellektuellen Blödsinn zu erklären. Kommt deshalb mit den Lügen durch? Also für mich wäre das ungefähr so, wenn Trump in Amerika Präsident wird. Das wäre so, wenn man Dieter Bohlen jetzt fragen würde, ob er Nachfolger von Herrn Gauck wäre. Ich glaube schon, dass man im Fall von Trump nicht nur Lügen, sondern auch ganz üblen, also entwürdigenden, menschenunwürdigen Entgleisungen reden muss. Gegenüber Behinderten, gegenüber Frauen, gegenüber Journalisten. In seiner Selbstverliebtheit und in seiner Hemmungslosigkeit und in seiner Verachtung für die Verfassungsstruktur, da teile ich Ihre Meinung, so weit gegangen, dass er unberechenbar wird. Wenn der exekutive Macht kriegt, mit dem Waffenpotenzial der USA, mit den politisch weltweiten Einflüssen, der Wirtschaftsmacht USA, sehe ich große Gefahren auf die Welt kommen. Also wenn das stimmt, was ich sage, dass das auch zu uns rüberschwappen könnte, ja, dann müssen wir vielleicht nur noch auf den Trump-AfD-Kandidaten warten. Herr Trump hat noch keinen Krieg geführt. Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten ein Bild von ihr haben. Das Bild kommt nicht von ungefähr. Sie ist ja keine Unbekannte. Aber ich würde gerne das Thema ein bisschen weiterspannen. Hat eigentlich der Präsident die Macht, um das mal so zu sagen? Ich habe ja damals, eine Zeit, die Sie angesprochen haben, versucht, Vorschläge zur Regulierung der Finanzmärkte zu machen. Ein Weltproblem. Es gab ja Konferenzen. Sie wollten die Finanzmärkte. Die Zeit habe ich gar nicht angesprochen. Das ja, reguliert. Ja, nur, ja, es ist aber ganz entscheidend so. Und jetzt nichts passiert. Das heißt, die Wall Street ist immer stärker als jeder Präsident. Ich will das hier mal sagen, man kann dem widersprechen, ich sag's ja aber. Dann gibt's den kriegsindustriellen Komplex, vor dem schon Eisenhower gewarnt hat. Und das ist jetzt das große Problem. Die Kandidatin Clinton ist eine typische Vertreterin dieses Komplexes. Sie wird von der Waffenindustrie, bekommt sie Spenden, sie bekommt von der Ölindustrie Spenden, sie bekommt von Saudi-Arabien Spenden. Man glaubt das gar nicht, aber es ist so. Bei Trump natürlich der Lobbyist der Waffen. Ja, das kommt gleich zu Trump. Ich will also hier nicht den Eindruck erwecken, ich verteidige Trump. Nee, ich versuche zu erklären, warum eben Trump leichtes Spiel hat. Clinton hat eben das Image, dass sie eben eine Kandidatin der Wall Street und der Kriegsindustrie ist. Und das hat ja Sanders zu seiner Kampagne gemacht. Er hat gesagt, ich möchte gewählt werden, weil sie eben zu sehr von Wall Street und von der Kriegswirtschaft und so weiter abhängig ist. Und weil Sie vorhin eingeworfen haben, sie hätte keine Kriege geführt oder so, sie war ganz entscheidend für den Libyen-Krieg. Das weiß jeder, das ist weltweit bekannt. Sie nicken, das war nun mal sie in erster Linie. Und war ein Desaster, hat sie damit zu verantworten. Dabei können wir doch nicht hinwegtäuschen. Und sie fordert also mehr Bomben, beispielsweise in Syrien. Ich hätte wirklich Schwierigkeiten zu entscheiden, wer da zu wählen ist. Frau Clinton hat also nicht nur kleine Fehler, sie hat erhebliche Fehler. Und der berühmte Regisseur Oliver Stone hat zu Recht gesagt, sie gehört zur Kriegspartei der Vereinigten Staaten. Herr Jäger, das ist jetzt... Also darf ich? Klar. Also, das ist jetzt wirklich die gesamte, Sie sind gerade durch die gesamte Mottenkiste der antiamerikanischen Klischees geritten. Also ich fange mal an. Ich sage doch auch nicht, also Sie sind Frau eine Marionette. Ist nicht ich sage doch auch Amerika, nicht, Sie sind eine Marionette des Vatikans, weil Sie in der katholischen Schule waren. Entschuldigung, das dümmste Wort, das in der Debatte hier verwandt wird. Wir sind für die Menschen, die in den Vereinigten Staaten eben große Probleme haben, die soziale Probleme haben. Die alle, sind die Vereinigten Staaten. Ja. Man kann nur nicht eben die Oberschicht als Amerika bezeichnen, wenn man sie kritisiert, ist das anti-amerikanisch. Das ist wirklich nicht sehr intellektuell. Insofern können Sie ruhig in unserer Runde bleiben. Den militärischen industriellen Komplex, den gibt es so nicht. Jimmy Carter, der hat gesagt, wir haben mittlerweile eine korrupte Oligarchie. Die Politik ist käuflich. Und auch da, in diese Kritik, stößt Trump hinein und sagt, ich bin nicht käuflich, ich habe mein eigenes Geld, das geschickt. Aber was jetzt diese Abgehängten angeht, beide Kandidaten beginnen ja jetzt vom Mindestlohn zu reden. Sie wollen ihn erhöhen. Frau Clinton sagt ja, ich möchte jetzt einen klassischen sozialdemokratischen Ansatz. Ich möchte jetzt, dass jeder studieren kann. Dass nicht nur diejenigen studieren können, die auf Harvard gehen. Also es beginnt jetzt eine Diskussion auf soziale Verbesserungen. Nur, ich sage, wenn ich das höre mit meinen Erfahrungen, habe ich Angst, dass nach der Wahl wieder alles vergessen ist. Also mit dem Wort Populismus wird eben gerade in der Diskussion, die wir geführt haben, sehr viel Unfug getrieben. Denn jede Forderung, wo man also sagt, wir müssen die Renten verbessern, du bist ja ein Populist. Er sagt, die Löhne sind zu niedrig, du bist ein Populist, du redest dem Volk nach dem Mund. Dieser Begriff des Populismus hat schon die Stimmung mit aufgebaut, von der wir vorhin gesprochen haben. Okay, welcher wäre besser? Ich stimme dem zu. Am besten etwas tun.
Sehen Sie, wenn jetzt zum Beispiel Clinton beispielsweise sagt, wir wollen die Mindestlöhne erhöhen, dann denken ja viele im Moment, Obama ist an der Regierung, du warst da auch mit drin, du hättest doch was tun können. Man muss etwas tun. Aber das ist ja dann schwer für Sie. Ja, das ist jetzt morgen natürlich schwer für Sie. Morgen kann sie eben nur eine Karte, sie kann zwei Karten ziehen, die einigermaßen glaubwürdig sind. Einmal, dass sie eben sagt, ich habe politische Erfahrung, ich habe meine Kommentare dazu gegeben. Aber damit kann sie natürlich ihm gegenüber, kann sie natürlich dann argumentieren. Und sie kann natürlich, was sie ja tut, die Frauenkarte auch ziehen. Es wäre ja ein Novum, wenn zuerst mal eine Frau, die mächtigste Frau der Vereinigten Staaten wäre, in diese Richtung. Aber sobald sie sich darauf einlässt, gekaufte Politik beispielsweise, sieht sie schlecht aus, diese Karte wird er ziehen. Sobald sie sich auf die Außenpolitik einlässt, hat sie wirklich sehr viel, wo sie sich rechtfertigen muss. Das ist leider so. Sie gehört eben leider zur Kriegspartei. Das ist Oliver Stone, nicht ich. Edward Snowden erzählt, wann er nach Berlin kommt. I feel like I'm made to do this. And if I don't do it, then... Looking at a possible death sentence. I can't turn back from this. Watch yourself. We are running out of time. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too. Ich habe gesehen, dass die Versprechungen der Obama-Regierung verraten und verworfen wurden. Eine flächendeckende, umfassende Überwachung der Bevölkerungen fast aller Staaten hat was mit der Bekämpfung von Terrorismus und Drogenkriminalität zu tun. In welchem Verdacht steht eigentlich unsere Kanzlerin, wenn auch deren Handy abgehört wird? Darstellung seiner Person in dem neuen Oliver Stone-Film. Ich war 4 Jahre beim Militär und ging dann direkt zur NSA. Insgesamt habe ich 37 Dienstjahre hinter mir. Dann kam der 11. September. Und schon kurz darauf, höchstens eine Woche später, beschloss man, jeden Bürger dieses Landes aktiv auszuspionieren. Dann habe ich jahrelang versucht, die Regierung zu überzeugen, dass sie die Verfassung einzuhalten hat. Nach allem, was wir unternommen hatten, führten sie bei uns Razzien durch, um uns einzuschüchtern. Von der Existenz und dem Umfang dieses Überwachungssystems wissen wir nur durch Edward Snowden. Bei 4 Leuten gab es gleichzeitig Durchsuchungen. In meinem Fall kamen sie mit gezogener Waffe. Ich weiß nicht warum, aber sie taten es. Und die größten Telefonkonzerne der USA missbrauchen das Vertrauen ihrer Kunden. Das kann ich beweisen. Was wir bauen, ist die größte Unterdrückungswaffe aller Zeiten. Er ist kein Krimineller, sondern will die Weltbevölkerung vor Kriminalität schützen. Und deshalb schulden wir Edward Snowden Dank. And when are you coming to Berlin? Wann kommst du nach Berlin? Ist das eine Einladung? Ja, ich glaube, viele Menschen hier würden sich freuen, dich bei uns zu haben. Schlage ich vor, Edward Snowden den Friedensnobelpreis zu verleihen. Als Fachanwalt im Bereich Privatsphäre sage ich seit Juni 2013, bitte macht mich nicht zum Mittelpunkt der Geschichte. Lasst uns bitte, bitte über die Überwachung und die Regierungen sprechen. Warum haben Sie nicht den Mut, die Bundesregierung, der Außenminister, diese Personen, jeden Einzelnen zur Persona non grata zu erklären? Das sieht das Völkerrecht in einem solchen Falle vor. Lasst uns bitte, bitte nur nicht über mich sprechen. Ich werde ehrlich sein. Es fühlt sich etwas eigenartig an. Der Film zeigt mich außerdem, was den romantischen Bereich betrifft, als wahrscheinlich schlechtesten Boyfriend der Welt. Ich habe Beweise für den Rechtsbruch an US-Bürgern gesammelt. Auch das kann ich beweisen. Es gibt einen detaillierten Handlungsrahmen, eine Art Kriegsrecht für den Cyberspace, formuliert vom Weißen Haus. Dann müssen Sie innerhalb einer bestimmten Frist Deutschlands verlassen und die US-Regierung und die britische Regierung weiß, wir dulden eine solche Vorgehensweise nicht. Das wäre doch wohl das Mindeste. Wir wissen, dass die britischen und amerikanischen Militärstützpunkte als Horchposten genutzt werden. Und wir wissen, dass es Industrie- und Wirtschaftsspionage mit Milliardenschäden für Unternehmen in unserem Land gibt. Nicht mal da werden Sie wach. Nicht mal da unternehmen Sie wirklich etwas, um das auszuschließen. All das verdanken wir an Snowden. Er hat noch nie gelogen. Immer, was er gesagt hat, hat sich als wahr herausgestellt. Das Dokument heißt Presidential Policy Directive 20 und wurde Ende letzten Jahres erlassen.
Auch das kann ich beweisen. Danke für Ihre Sorge um meine Sicherheit, aber ich weiß bereits, wie das für mich enden wird. Ich nehme das Risiko in Kauf. Und dann gab es ja schon mal einen Fall von Wirtschaftsspionage, das Programm Echelon. Und da gab es einen Untersuchungsausschuss der Europäischen Union. Und die haben dann festgestellt, dass es keinen Zweifel mehr an der Existenz eines globalen Kommunikationsabhörsystems geben kann, das von den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada betrieben wird. Also wieder die Five Eyes. Und es kann keinen Zweifel geben, das haben die 2001 festgestellt. Sie waren ja in den USA, dann kamen sie wieder und sagen, sie sind jetzt vollständig aufgeklärt, ist alles in Ordnung. Sie haben sich einlullen lassen. Und ich meine, und der Kanzleramtschef Poballa stellt sich dann hin und sagt, das Thema ist erledigt, ist alles erledigt. Wann haben Sie sich denn jetzt mal bei der Bevölkerung entschuldigt und gesagt, wir sind getäuscht worden, wir haben uns geirrt? Sie müssten sich doch wenigstens mal dafür entschuldigen. Wenn ich Glück habe und Sie vorsichtig sind, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Bitte sorgen Sie nur dafür, dass die US-Bevölkerung informiert wird. Es sind immer zwei Seiten in jeder Zeitung. Alle Journalisten kennen das. Es gibt das Redaktionelle und die eigentliche Nachricht. Die Redaktion der Washington Post ist dafür bekannt, falsche Entscheidungen bei so ziemlich jeder Story getroffen zu haben. Sie berichten zugunsten des Irakkrieges, zugunsten von Folter, also im Grunde alles falsch auf dieser Welt. Fängt die NSA regelmäßig E-Mails von US-Bürgern ab? Aber für solche Abhöraktionen innerhalb der USA ist ein Gerichtsbeschluss nötig. Inzwischen führen sie, wenn auch gegen unseren Willen, gemeinsam Kriege wie in Afghanistan. Und dann derartig ausspioniert zu werden, ist unverschämt und nicht hinnehmbar. Und dagegen muss man etwas tun und dagegen muss man sich wehren. Das Gericht muss das autorisieren. Wir sind nicht dazu befugt und wir tun es auch nicht. Das ist eine Zeitung, die sich gegen Journalismus richtet. Sie haben eine negative Einstellung und sagen, dass die Öffentlichkeit bestimmte Dinge nicht erfahren sollte, sogar obwohl sie diejenigen sind, die diese Dinge ans Licht brachten. Ich begrüße Sie zur Sitzung im 9. Gerichtsbezirk. Wir beginnen mit der Klage Jewel gegen die NSA. Also ich habe schon gesagt, jetzt geht es um Aufklärung. Dazu brauchen wir Edward Snowden. Wie wollen Sie denn das ermitteln ohne Snowden? Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert. Dann ist Deutschland souverän. Die Schlussfolgerung lautet also, solange alle überwacht werden, darf niemand klagen. Wie der Direktor des Geheimdienstes erklärt hat, bedeutet diese Offenlegung einen immensen Schaden für die nationale Sicherheit. Sammelt die NSA Daten irgendwelcher Art von Hunderten von Millionen US-Bürgern? Wenn unsere Dienste nicht mal das können, dann sollen sie dicht machen. In Wiesbaden wird ja nun ein gigantisches Geheimdienstzentrum der NSA aufgebaut. Wer hat das eigentlich erlaubt? Von wem geht das eigentlich aus? Was sollen die dann da eigentlich betreiben? Auch hier hat doch die Bevölkerung einen Anspruch auf Informationen. Möglicherweise muss man den USA diesen Bau eben versagen. Ich finde, dass die modernen Medien zu sehr auf Personen fixiert sind. Absolut. Ich befürchte, je mehr wir uns auf mich konzentrieren, desto mehr nutzen sie das zur Ablenkung. Ich werde alles tun, was ich kann, um ihnen bei der Veröffentlichung zu helfen. Sie müssen der US-Regierung sagen, Schluss! Aus! Wir hören Snowden und wir schützen ihn. Und dann erst sind wir wirklich souverän. Und dann verhandelt mit uns bitte auf gleicher Augenhöhe. Und dann kriegen wir auch eine Freundschaft mit den USA hin. Für mich geht es letztlich um die Macht des Staates im Vergleich zu den Möglichkeiten des Volkes, sich dieser Macht zu widersetzen. Ich sitze da jeden Tag und werde dafür bezahlt, Methoden zu entwickeln, um die Macht des Staates zu stärken. Und mir wird klar, wenn sich die Politik verändert, die als einzige den Staat im Zaum hält. Was Sie machen, ist Duckmäusertum. Das kenne ich seit Jahrzehnten. Ich bin es sowas von leid. Haben Sie endlich mal den Mumm. Das verletzt schwer den Eid, den Sie geleistet haben, Schaden auch von unserer Bevölkerung abzuwenden. Dann gibt es keinen Widerstand mehr. Dazu müsste man schon ein absolutes technisches Genie sein. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand, egal wie begabt er ist, all diesen Behörden und schlauen Leuten widersetzen könnte. Nicht mal gegen die mittelmäßigen Leute und ihre Hilfsmittel kommt man an. Ich habe gesehen, dass die Versprechungen der Obama-Regierung verraten und verworfen wurden. Man entwickelte die Dinge sogar noch weiter, von denen man versprochen hatte, sie einzudämmen und zu zügeln.
Es wurde schlimmer. Vor allem die Drohnenangriffe. Das habe ich bei der NSA gelernt. Wir treten an gegen den großen Austausch. Wir tragen keinen Stein anstelle unseres Herzens, aber auch keinen Stein anstelle unseres Gehirns. Wir treten den Verursachern der aktuellen Krise, den One-World-Globalisten, entgegen. Wir sahen am Schreibtisch Drohnenvideos. Das hat mich in meinem Entschluss bestärkt. Aber auch für Arti Deutsch war das ein gelungener Abend. Ich durfte nicht nur eine Frage an Ed stellen, sondern bekam sogar ein Kompliment für mein T-Shirt vom Herrn Augstein persönlich. Ich liebe Ihr Shirt. Mein Name ist Maria Janssen von Arti Deutsch, Russia Today Deutsch. Privet, Ed. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der globalen Überwachung seitens zum Beispiel NSA oder CIA, wie sind die Journalisten davon betroffen? Kürzlich sprach ich auch mit William Beeney und er sagte mir, dass Journalisten zur Zielscheibe geworden sind. Ja, wir hatten mehrere solcher Vorfälle aus verschiedenen Anlässen. Die zeigten, dass Geheimdienste gerade die Personen des öffentlichen Interesses unter die Lupe nehmen. Ausgerechnet ihr, die jahrzehntelang Menschen weltweit für einen Profit ausgebeutet habt, wollt nun die Heilsbringer sein? Wir glauben an Lügen nicht mehr. Wir decken die Heuchelei des linken Establishments auf. Unsere Unterwürfigkeit gegenüber den USA kennt wirklich gar keine Schamgrenzen mehr. Neuerdings, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, neuerdings liegen ja auch noch wasserdichte Beweise vor, dass die USA ihren Drohnenkrieg, also gezielte Tötungen, bei denen auch Zivilisten und Kinder sterben, über den deutschen Stützpunkt Ramstein führen. Beweise. Und unsere Regierung tut nichts. Sie können Politiker, Journalisten oder Aktivisten sein, ob es nun Sinn macht oder nicht. Das zeigt, dass wir in Zeiten einer Internetsicherheitskrise leben. Das bedeutet im Grunde, dass es leichter ist, jemanden im Netz anzugreifen, als dass sich jemand im Netz vor Angriffen schützen kann. Mit denselben Verschlüsselungsmethoden, über die wir gerade sprechen. Momentan passieren alle Kommunikationsdaten des globalen Netzwerks quasi nackt. Unverschlüsselte Kommunikation kann von jedem gesehen werden, der vorbeigeht. Jeder Internetprovider, jeder Telefonanbieter, jede Website. Beim Verschlüsseln zieht man eine Art Kleidung an, so dass Menschen nicht sehen können, was sich darunter verbirgt. Bundesministerium für Familie fördert neues Aufklärungsbuch. Mach Liebe sei für Kinder ab 12 Jahren geeignet. Darin werden Themen wie Spermaüberschwemmung, Wieselficken, Powerorgasmus und Schluckfreude ebenso angesprochen wie alle möglichen Arten von sexuellen Orientierungen. Das Problem ist, diese Systeme sind noch nicht allgemein anwendbar. Die Strukturen sind verbesserungsfähig. Ich meine, der Aufbau hat nichts mit der Übertragung der Kommunikationsdaten zu tun, sondern die Anwendung, auf der sie sich gerade befinden. Das Telefon in Ihrer Tasche oder der Computer an Ihrem Tisch. Das hängt damit zusammen, dass wir unsere Softwareentwicklungsmethoden als Muster ausarbeiten, die täglichen Angriffe weltweit von außen nicht berücksichtigt. Bei 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hacker dabei sind, sehr groß. Dabei kann sich ein Hacker denken, hey, ich will sehen, dass ich so viele Menschen wie möglich erwische, um zu gucken, was sich finden lässt. Aber wir müssen die Fehler beheben. Die Frage ist, wie stellen wir das am besten an? Sichere Programmierung ist nicht wirklich verbreitet. Das kostet mehr Geld und etwas mehr Aufwand, aber nicht erheblich mehr Aufwand. Doch haben die Unternehmen kein Interesse daran, das umzusetzen. Die Unternehmen sind dazu gesetzlich gar nicht verpflichtet, auch die einfachsten Sicherheitsstandards zu erfüllen.
from a defensive perspective. And what this means is there could be a company that's worth, you know, $10 billion. Stellen wir uns ein Unternehmen vor, das 10 Milliarden Dollar wert ist, welches die Kommunikationsdaten aller Menschen in Deutschland, in den USA oder auf der ganzen Welt verwaltet. Wenn es eine kritische Stelle in ihrer Software gibt, kann das zu Angriffen führen, auch wenn sie als User nichts Falsches getan haben und sind eigentlich uninteressant. Auch wenn sie nur ein Journalist sind, der versucht, ein Interview zu führen. Kriminelle Gruppierungen, Hacker, ausländische Regierungen, ihre eigene Regierung oder die örtliche Polizei können ihr Telefon anzapfen und bei dem Interview mithören. Das passiert tatsächlich. Wir waren Zeuge dessen, wie so etwas erst vor kurzem in Bahrain Menschenrechtsaktivisten widerfahren ist. Israelische Unternehmen handeln mit Schwachstellen. Diese können von Regierungen ausgenutzt werden, die Menschenrechte verletzen. Das wurde bereits gegen Journalisten und Aktivisten angewendet. Das ist nicht gesetzeswidrig, sondern absolut legal. Auch wenn eine Bäckerei Brot verkauft, das die Kunden vergiftet, sind sie einer Regierung unterlegen, die besagt, dass sie Menschen nicht vergiften dürfen. Wenn ein Pharmakonzern ein Medikament auf den Markt bringt, welches Menschen umbringt, werden einige gesetzliche Hebel in Bewegung gesetzt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das Gleiche brauchen wir für die Unternehmen, die sich mit dem Softwareaufbau beschäftigen. Damit meine ich nicht, dass die Unternehmen pleite gehen sollten, jedes Mal, wenn ein Kunde gehackt wird, sondern wenn sie fahrlässig handeln, wenn sie sich keine Mühe geben, eine Programmiersprache zu benutzen, die sicher ist, also die sicher für euch, die Kunden oder Menschen auf der Welt ist, wenn sie das nicht gewährleisten können, sollte eine gesetzliche Regelung dafür geben. Fast die Hälfte des im Pflichtunterricht verwendeten Buches besteht aus Fotografien von jungen Paaren, die Sex miteinander haben. Gesichter und Hintergründe bleiben verschwommen, während die Genitalien hervorgehoben sind. Dieses Buch wurde groteskerweise mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, gefördert vom Bundesministerium für Familie und von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien als pornofreies Buch deklariert. Warum dieses Buch nicht geahndet, sondern gelobt wird, bringt das Zitat von der deutschen Publizistin Gabriele Kubi auf den Punkt. Alle Menschen spüren die Auswirkungen des Werteumsturzes, etwa den Zerfall der Familie. Aber die wenigsten wissen, dass dahinter die Ideologie des Genderismus steckt, welche von der UN, von der EU und von vielen Global Players strategisch umgesetzt wird. In diesem Zusammenhang lohnt es sich wieder einmal auch auf die Großstudie von Joseph Unwin mit dem Titel Sex and Culture hinzuweisen. Ich schließe mit seinen Worten: Kulturen treten dann auf die Bühne der Geschichte, wenn sie die Möglichkeiten zur sexuellen Triebbefriedigung stark begrenzen. Und sie treten von der Bühne der Geschichte ab, wenn sie die Sexualität auf das tierische Niveau der ungezügelten Triebbefriedigung absenken lassen. Was geht in den Köpfen von Antideutschen vor und wie können wir es korrigieren? Hallo Freunde, herzlich willkommen zu I Protest, liebevolle Revolution. Im Osten Syriens sind bei einem Luftangriff auf Stellungen der Regierungstruppen mehr als 60 syrische Soldaten getötet worden. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte ganz herzlich einladen zur Lektüre der neuen Ausgabe von Kompaktmagazin, die ab 2. Oktober am Kiosk ist, bundesweit. Unser Thema: Invasion aus Afrika, 20 Millionen auf dem Weg nach Europa.